Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Ich war letztes Mal schon mit meinem TikTok-Kanal hier und dachte mir, diesen Laden darf ich euch nicht vorenthalten. Nämlich in der Kantstraße bei Hachiko Ramen. Bis jetzt die besten Ramen, die ich gegessen habe. Es ist Winter, es ist kalt, man braucht warme Suppen. Deswegen ab zu Hachiko Ramen. Heute mit dabei, die kennt ihr schon, Nadja. So sieht's aus, komm. Seetangsalat. Erstmal wunderschönes Geschirr, ne? Dazu. Ja, voll. So. Du kennst ihn noch nicht, ich kenne ihn. Komm, wir probieren ihn mal. Hey, eine große Schaufel. Durch das Sesamöl, so eine schöne Sesamnote und so knackig erfrischend. Ne? Bisschen glibschig, aber geil. So, Nadja ist ja Vegetarierin, deswegen haben wir hier die veganen Dumplings. Und einmal, den fand ich hier letztens so lecker und special, diesen asiatischen, sozusagen japanischen Gurkensalat. Ich liebe ja Dumplings, ne? Was hast du denn damit gemacht? Der hat ja einfach zerfleddert. Da sieht man genau richtig angebraten, eine schöne Kruste drauf, super soft von innen, sehr, sehr lecker. Das sind die Vorspeisen. Mmh, liebe ich. Und das sind die veganen Ramen. Für Nadja. Ich glaube, zu jeder Mama müssen wir nicht so viel sagen. Schaut euch mal bitte, deswegen bin ich hier, diese wunderschöne Schweinebauchbrühe an. Das ist doch der absolute Knaller, oder? Genau das Richtige zu dieser Jahreszeit. Hier unsere wunderschöne Meeresfrüchte-Rahmen. Aber erstmal widmen wir uns hier dem, bevor es kalt wird. Lecker ist das Ei, bitte. Ja, schön wachsig in der Mitte, ne? So muss es sein. Schön in Sojasauce gekocht. Das kommt. Ja, zum Schluss. Das hatte ich schon letztens, ne? Dieser wunderschöne Schweinebauch hier drin. Ne? Der ist der absolute Wahnsinn. Mmh. Crunchy, trotz alledem, der in der Brühe liegt, ist ja schön crunchy von außen. Ganz soft und weich in der Mitte. Ein schönes, eingelegtes, süßliches, asiatisches Aroma. Wahnsinn. Mmh. Mal, jetzt sieht man das nochmal in seiner vollen Pracht hier. Wie schön der ist, ne? Wie schmeckt es dir denn insgesamt? Sehr gut. Ich sag euch, ich war gar nicht so der Ramen-Fan. Wahrscheinlich, weil ich noch nie richtig gute gegessen habe. Aber hier sieht man ja schon, was hier abgeht in dem Laden. Ne? Also, Freunde, Kantstraße, kommt vorbei. Hachiko Ramen. Auf jeden Fall. Aber der hat auch so ein schönes meeresfrischer Aroma. Wie heißt eine Fischsuppe? Ist ja eine Fischsuppe. Und wir haben auf Spanisch gesagt, kleine Almejas drinnen, Freunde. Ne? Kennt ihr noch von Joaquin? Chili Wontons. Einmal schön umrühren. Und nochmal extra Chili umrauchen. Ne? Wir machen mal die Härteprobe. Wir machen mal erstmal sein Chili-Pulver darüber. Und obwohl ja schon Chili drinnen ist, nochmal ne, Chili-Paste. Garnelen-Hühnerfleisch. Mmh. Mhm. Lieb ich. Feuer, einmal Mochi-Eis und einmal Mochi mit Bohnenfüllung. Mmh. Boah. Lecker, wa? Ich lieb die Dinger. Und hier mit Bohnenfüllung. Mag ich auch sehr gerne. Ne? Aber für den deutschen oder europäischen Gaumen ein bisschen ungewöhnlich. Eine Bohnenfüllung, um was Süßes reinzumachen. Die Asiaten machen es aber sehr, sehr gerne. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Ja, das war's von hier. Hachiko Ramen. Direkt in der Kantstraße, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet euch ein schönes Bild machen. Und wenn ihr Ramen liebt, dann kommt auf jeden Fall vorbei, oder? Sehr empfehlenswert. Das war richtig gut. Richtig. So, tschüssi. Bin dann wieder weg, ne? Alles klar.